Flugsimulator. Geht das überhaupt? Nein. War drüben. Was geht? Sag doch, was geht. Ich hätte bitte gern meinen Schneid weg wieder. Ja, doch nicht. Oder? Bam. Ich habe sogar einen Ballen, habe ich irgendwo daneben hingelegt. Das ist der, der am letzten gepresst worden ist. Ah, deswegen liegt er so dort. Okay. Endmäßig. Ist eigentlich wurscht, welche Ballenmaschine ich da nehme? Ja, oder? Ich dachte, wir machen das im Ladewagen. Jedes Mal falle ich drauf vorbei. Stimmt, Ladewagen. So. Getreide. In der Seemaschine, man? Achso, Getreide ist in einem noch ein bisschen was drinnen. Habe ich gesehen. Alter. Wo steht denn der Ladewagen, Alter? Glaubt, das steht noch bei dem Silo. Ah, okay. Da brauche ich den Fetten nicht dafür, ehrlich. Ja, wieder mal den. Pony. Nope. Den gelben. Aber der eine Ball ist auch schon bei 73%. Was muss man da? Bitte? Was muss man da mal machen? Jo. Das ist das kleinste Problem. Gut, da sind wir eh noch dabei genug da. Aber irgendwann muss ich für Reserve. Ja. Aber wenn ich immer mehr anfasse, immer. Kann man dann machen. Dass ich hier viel Potenzial bei den Schafen auf der Wiese. So, restlicher Weizen ist jetzt einmal drin.
Jetzt weiß ich eh nicht, ob wir dreschen können mit Dann, Schneid. Schneid. Na, dann werde ich das gleich machen mit dem Gras. Dabei. Ja, ich sag, Arsch, jetzt baue ich es auch nicht mehr. Das ist Schneidwerk. Ich weiß, was im Angebot jetzt ist. Nein, wir sind am Anhänger, weil ich gesagt habe, er hat gerade angefangen, er hat gesagt, oh, jetzt baue ich es auch nicht mehr, jetzt kannst du stehen lassen. Ach so, so auf das hast du das bezogen. Das ist sogar wirklich im Angebot, okay. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, dass das ein Angebot ist. Bis 12. Wow. Ja? So ein Trager kommt, wie in den Fans. €60 im Monat zahlen wir fürs Wasser. Holen das. Ganz schön. Was wird denn er dann? Gut, da verdienen wir dann auch mehr. Haben wir noch zahlen, wenn man nichts macht. Das stimmt. Ach, ist das nicht. Was für. Du bist sogar zweimal reingefahren, oder? Leider zweimal. Zweimal, okay. Aber die eine Spur gehört nicht mehr. Welche? Das ist eine so quer quasi durch. Ja, du. Also so am Rand, aber... Ja, nur die Hafer. Ja genau, und dann ist aber eine Spur, wo... Achso, eine Spur, ja. Eine Spur, okay. Ich dachte, man hat's auch gesehen. Nein, nein. Da bei die Schafe willst du heute ein Feld noch machen auch, oder? Oder ist das auf der anderen Seite dann? Habe ich schon gemacht. Habe ich gestern schon. Oh. Okay. Hab schon angesehen.
Das habe ich heute gemacht. Brav. Habe ich es fake gemacht oder habe ich es angesehen? Brav, brav. Was da? Ah, okay. Bei dieser Seite lassen wir für den Hof, haben wir gesagt. Durch. Verkaufst du ein paar Schafis? Die Männchen. Ah ja. Kosten nur Futter. Werden die Tiere da nicht schneller reproduziert, wenn mehr Männchen sind? Ah, okay. Das heißt, eigentlich braucht man nur immer einen. Ein männliches. In der Theorie, ja. In der Praxis. Ach. Okay. Aber ich habe eh nur eins gekauft. Okay. Beim Honig steht auch schon ganz schön viel. Das stinkt. Zum Snein aufgehört. Komm dann gleich, aber du musst eh ein bisschen was vorlegen, glaube ich. Oder? Ich bin da durch von Grün, ich fahre jetzt immer weiter und weiter, dabei nimmt da kein Gras auf. Oh. Die Ernte steht an. Oder fertig sind es vielleicht eine weitere sogar dann hoffentlich fertig. Welcher Abstand wird das angesehen haben? Und die anderen drei sind dann ziemlich hintereinander fertig.
natürlich schon dreschen. Sag mir bitte, wenn du auf der anderen Seite bist, oder machst du hoch runter? Auf der anderen Seite? Jetzt weiß ich nicht, was die andere Seite ist. Hast du gerade angefangen, so wie er gestanden ist? Ja. Okay, bist du auf der anderen Seite vom Feld bist, sag's bitte. Ich bin schon zweimal hin und her gefahren. Weil ich möchte nämlich sehen von den Texturen, ob ich so weit sehe. Na gut, aber ich bin ja auf der anderen Seite vom Feld. Ja, aber man müsste es sehen, eigentlich nach den Bäumen. Ich sehe dich aber dabei überhaupt nicht. Ich mache noch einen Ball und dann komme ich. Nee, ich aber auch nicht. Hast du auf der richtigen Seite? Da hinten? Wann? Wann? Was hast du? Gewächshaus. Beim Gewächshaus. Nee, ich aber im Gewächshaus nicht. Ich war gleich vorbei. Jetzt war ich gerade vorbei. Also ich sehe den grünen Tag, das sehe ich. Oh, jetzt sehe ich dich. Jetzt, ah, jetzt sehe ich dich, ja. Und ganz hinten habe ich dich nicht gesehen. Alles nach dem Gewächshaus sieht man nicht mehr hinten bei dir, also dich. Bam, 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 bam. Berlin. Irgendwas Grünes sehe ich dann beim Grasfeld bei dem Angesehenen. Oder sind das Bäume noch? Das könnten Bäume sein. Oder habe ich was angesehen, obwohl das nichts geht, anscheinend. Hallo. Schalalalalom. Schalalalalom. Lom lilom lom lom. Wie viel hast du in so einer Reihe? Circa 46-47% voll. Also 6400 oder so Liter.
Aber wenn ich jetzt nochmal starten würde, es würde so viel einfacher gehen, alles jetzt. Inwiefern? Naja, überleg dir, das ganze Gras, was wir eigentlich so verkauft haben, wenn wir das gleich in Silo und so Silage gemacht hätten. Das Wickeln hätten wir uns erspart. Mit diesem Silo da. Ja, mach ich ja. Das Silo kostet genauso viel wie eine Wickelmaschine. Ladewagen haben wir von Anfang an eigentlich gehabt. Ja. Hier da ein Mähwerk dran und hätten wir schon zack, zack, Silage produziert gehabt, ohne Presse und ohne. Stimmt. Jo, papa. Wir händeln dann gleich wieder was zum Futtern. Okay, da habe ich auch keinen Zugang zum Land. Ah, wieder. Strange. Also ein bisschen weiter. Kann ich überfahren vielleicht? Ja, das ist wirklich alles top rausgeholt aus den Feldern. Dieser Ladewagen wird mit nichts voll. Haben wir gesagt, anballen, oder? Circa, ja. Was da reingeht. Also ich glaube, mit alle Felder macht man voll. Glaubst? Wobei, da geht viel rein eigentlich. Ja, aber bis jetzt hat sich der Balken noch immer nicht bewegt. Der ist noch auf Rot. Eben. Aber wir müssen es aktivieren auch noch dann. Machen wir es mal voll und uns dann aktivieren oder soll ich es laufend und da muss ich jetzt aktivieren? Wie du magst. Spielen wir mal was ein. Geld brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Gut, es ist ja nicht auf Direktverkauf, oder? Sondern nur auf Produzieren einmal. Nicht. Aber so könnte man sehen, wie viel reingeht dann. Ja, dann lass mal. Dann lassen wir es so. Vielleicht tun wir eben alle Felder abenden, die wir jetzt haben. Dann schauen wir mal, da können wir ja produzieren.
Gras ginge ja auch noch rein, Alter, das ist... Na gut, Gras machen wir Silage. Ja, eh. Aber am Anfang spart das wirklich die Maschine. Das war am Anfang, ja, und die Presse. Ja. Hat da alles eingespart. Hätten wir gleich von Anfang an machen können. Mhm. Fix für den zweiten Durchgang, Alter. Ich schätze, da wird schon 1 Million reingehen. Ganz schön auf jeden Fall. Gut, 1 Million ist so gesehen für uns jetzt nicht so viel. Stroh ist eine gute Verwertung. Ja, das schon. Aber gut, wir haben ja keine 1 Million Stroh da. Naja, aber wir haben ja noch die anderen Felder auch. Aber es gibt trotzdem keine 1 Million. Glaube ich. Doch. Meilenstein wird einmal sein, hier in Stroh die Millionenmarke zu knacken. Gut, das wird sich dann schon ausgehen. Ich glaube halt nicht, dass sich das jetzt unbedingt mit den Feldern ausgeht. Wahrscheinlich nicht. Na Leiber, der lasst es nicht einmal ausschwenken. Also, fertig auslassen hinten und dreht schon um. Hab ich hier? Dann ich schon auf unser Ballen und der Larspaß bei 3,44. Wow. Thank you.